So, hier befindet sich dann irgendwo gleich das nächste Inleiten, indem wir erstmal diese Feuertreppe hier hochgehen. Und dann erstmal bis zum Dach hochsprinten. Und dort in der Ecke liegt es denn schon. Da. Hier liegt der mit mir denn und laufen gleich weiter. Wir sind fast da. Der Evakuierungspunkt ist auf der anderen Seite dieses Gebäudes. Bild mir gerade ein, ich habe irgendeine Insel gerade vergessen, weil eigentlich gibt es eine Mission 2. Ich weiß nicht, ob ich nochmal schnell gucken gehe. Aber hier liegt es auf keinen Fall mehr. Naja, gehen wir halt nochmal zurück, wir haben ja die Zeit. Schauen, ob wir es noch finden. Ah, was für eine Scheiße, ey. Da kommen wir wieder nicht durch. Ich hoffe, ich schnell alleine lassen mich sitzen. Ich hoffe, die Mission fehlt deswegen nicht. Ach Gott. So, mal gucken. Lieutenant Price, nicht zu weit vorausgehen! Ach Gott. Roll doch rum. Muss man halt doch mitschleppen, den alten Sack. Ach so, und wer dann zum Beispiel, der Captain McMillan ist ja nach der Mission mehr oder weniger nicht verloren und spielt MW3 mehr oder weniger noch eine Rolle. Nur dass er dort nicht mehr McMillan heißt, sondern das ist dann Baseplate. Nur noch mal so zur Info. Na komm. Komme ich jetzt hier etwa nicht drüber? Na, dann muss ich wohl hier hinsetzen. Klasse. Yep. Also ich werde vielleicht nochmal anhängen, wo das letzte Insel-Item ist an das Video und ja. Es ist ein bisschen ungünstig gelaufen, aber eins liegt hier nämlich auf alle Fälle noch. So ein Scheiß, dass ich das jetzt auch vergessen habe. Naja, gut. Dann gehen wir jetzt erstmal zum Evakuierungspunkt und fliegen dann erstmal nach Hause und dann schaue ich mal, wo das noch liegt. Ich spiele die Mission schnell nochmal und ja, mal schauen. So, die Hunde dort unten kann man erschießen, muss man aber nicht. Ja, zumindest mit der Waffe trifft man da eigentlich kaum. Bis auf das hier hinten noch ein paar Russen rumdümpeln. Ah, ich glaube die Hunde erledigen gerade die Russen, das gefällt mir natürlich auch. Ah, die sehen tot aus. Hier, dort hinten liegt dann schon der Evakuierungspunkt und wir müssen jedoch noch eine Weile hier die Feinde abhalten, uns zu überrennen. Erstmal mit mir natürlich hinsetzen und gut. Unser Hubschrauber wartet in sicherer Entfernung. Setz mich hinter dem Riesenrad ab, wo ich als Scharfschütze feuern kann. Ein bisschen weiter im Norden. Dort sieht man eine hell markierte Fläche, dort einfach hinsetzen. So. Es ist an der Zeit, sie zu verwenden. Jetzt können wir hier nämlich alles vermieden. Der Feind muss durch dieses Gebiet. Such dir also eine gute Scharfschützenposition. Also einfach hier irgendwo Claymores hinsetzen. Die meisten gehen zwar eben
schon eher hoch, weil sie sie sehen, aber zumindest werden die ersten Waves der Gegner quasi nochmal dadurch abgewehrt. So, hier noch einen hinsetzen. Such dir eine gute Stelle für dein Scharfschützengewehr und leg dich hin. Dann haben wir hier noch ein bisschen C4. Das ist nicht schlecht. Was haben wir noch hier? Gut, das war's mit C4 auch. Kommen dort schon die ersten? Nee. Alles klar, Kumpel, ich habe das Signal aktiviert. Viel Glück. So, dann einfach zu McMillan gehen. Hier sitzt er. Ziel in Sicht. Noch ein bisschen näher. Fertig machen. Oder muss man hier mehr oder weniger einfach nur die Scheißposition halten? Die Position hier halten und gut. So, hier unten sehe ich gerade, ich habe hier noch, hier liegen noch Snipern rum. Bam. Ziel erledigt. So, hier sollte man versuchen. Hab noch einen. So, die so schnell wie möglich zu töten, weil sonst kommen die halt immer näher. Das ist sehr effektiv, aber scheiß drauf. Wo kommen denn diese Granaten her? Der Feind muss durch dieses Gebiet. Such dir also eine gute Chance. Ich muss die ganzen Claymores nochmal verteilen, eine Scheiße. Ich gebe dem Helikopter in 30 Sekunden das Signal. Scharfschützengewehr und leg dich hin. So. Um das mal schnell abzuschließen. Wenn man das quasi auf höheren Schwierigkeitsgrad spielt, sollte man natürlich die Claymores ein bisschen taktischer hinlegen, aber in dem Fall ist das jetzt egal. Jetzt gibt doch das Scheißsignal endlich. Alles klar, Kumpel, ich habe das Signal aktiviert. Viel Glück. Alpha 6, wir haben Ihre Position. Halten Sie durch. Big Bird, Ende. So, unten sieht man dann quasi, wie weit Big Bird noch weg ist. Näher. Fertig machen zum Angriff. Hab ein! Ah, guck mal, was unser TNT so bringt. Na gut, nicht wirklich viel, da nur noch einer da war. Anscheinend. Er ist erledigt. Oder? Nee, bringt nichts mehr. Und hier sieht man, dass die beiden halt relativ schnell schon deine Position versuchen einzunehmen. Aber das wird dann wahrscheinlich erst ein Problem auf der Karte. So, die braucht man gar nicht erst versuchen runterzugehen, weil die eh mehr oder weniger durch die Sniper unbesiegbar sind. Muss man auf die Suche. Aber wo diese Granaten überall herkommen. Keine Ahnung.
No. Was dieser Scheißbot wieder für Kugeln trifft. Hab noch einen. Oh. Ach, da drüben. Ich bin drüber ein bisschen gucken. Er ist erledigt. Hab noch einen. Der Big Bird ist gleich da. Alpha TV hier, Big Bird. Schwingt eure Herrscher an Bord. Ja, und da ist er schon. Nur noch mit Milden aufheben und ja, zu Big Bird rein. Einfach nur hoffen, dass diese scheiß Autos hier nicht mehr. So. So, und das war's dann auch schon mit der Sniper-Mission in Pripyat. Gut, also wie gesagt, das Intel hänge ich noch mit an, wo das liegt. Und ja. Bis dann zur nächsten Mission. So, und dann hier nochmal mein Nachtrag von dem letzten Intel-Item. Also, ich habe es erst komplett verpeilt. Das liegt quasi in Tschernobyl an der alten Schwimmhalle. Da geht ihr weg. Da geht ihr quasi hier lang und seht hier eine Tür. Und dort liegt das dann hinten drin. Da unten. So. Damit hätten wir 23 gefunden. Jedoch ist diese Tür nur offen, wenn die Helikopter schon durch sind. Also erst. Wenn ihr die Helikopter gesehen habt und die weggeflogen sind, erst hier hinbegeben, sonst ist diese Tür verschlossen und bleibt verschlossen. So, gut.